Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak. Laut einer November 2005 veröffentlichten Studie eines Kondomherstellers haben Herr und Frau Österreicher 105 Mal pro Jahr Sex. Die Firma befragte 300.000 Menschen in 40 Ländern. Mit knapp über 100 Geschlechtsakten jährlich liegt Österreich weltweit im Mittelfeld. Menschen mit Behinderungen haben oft Schwierigkeiten, den richtigen Partner zu finden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass manche Betroffene ihr Sexualleben als wenig zufriedenstellend empfinden. Unser heutiger Sendungstitel lautet deshalb: Beim Sex behindert? Warum Österreichs Betroffene nicht können, wie sie wollen? Gemeinsam mit unseren vier Gästen möchten wir Wege zu einem sexuell erfüllteren Leben finden. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Joppich. Im ORF Kulturcafé haben wir zwei Gäste eingeladen, Frau Petra Schwarz und Reinhard Leitner. Frau Schwarz, wenn Sie sich bitte kurz vorstellen. Ich leite in Wiener Neustadt das Institut für Sexualandragogik, über das auf zwei Schienen gearbeitet wird. Auf der einen Seite mit sogenannten betroffenen Menschen oder Menschen, die sich in der Situation fühlen, behindert klassifiziert zu werden. Inwieweit sie es dann selber sind, müssen sie selbst abklären. Erstreckt sich von Paarberatung, Einzelberatung zu den Themen Sexualität, Partnerschaft, aber auch Rahmenbedingungen, unter denen sich Sexualität abspielt. Und die zweite Schiene ist die Ebene der Fortbildung und Weiterbildung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in Institutionen. Und eine weitere Zielgruppe wären auch die Eltern und die Angehörigen. Gut. Danke. Herr Leitner, darf ich Sie bitten, sich noch kurz vorzustellen? Ja, ich bin 34 Jahre alt, lebe und arbeite in Wien. Also hauptberuflich bin ich in einer Beratungsstelle dabei und nebenberuflich unter Anführungszeichen betreibe ich eine Online-Zeitung, die nicht nur ein Kunst- und Kulturforum ist für Nachwuchskünstler, sondern sich auch mit dem Thema Behinderung und Sexualität auseinandersetzt. Ich habe selbst ein körperliches Handicap, Spina Bifida, und gut, so zu dem gekommen. Aha, gut, danke. Am Telefon darf ich Frau Milke begrüßen. Sie ist uns zugeschaltet aus Salzburg. Guten Abend. Guten Abend. Im Jahr 2003 haben Sie einen Bildband herausgegeben, in dem sich Frauen mit Behinderung in erotischen Posen zeigen. Ja, in sämtlichen, in erster Linie. Der Titel der Ausstellung ist ein Hauch von Gefühl, weiblich behindert sämtlich. Es war mein Projekt und meine Idee, im Europäischen Jahr behinderter Menschen 2003 eben auf dem Tabuthema, das ja Sexualität und Behinderung noch immer ist, da einen Beitrag zu leisten, der Sinnliches anspricht und in Bildform wiedergibt. Gut. Und schlussendlich darf ich Frau Nina de Vries, sie ist Sexualbegleiterin, sie ist uns aus Potsdam, Berlin zugeschaltet. Frau Fries, wenn Sie sich bitte auch noch kurz vorstellen. Ja, ich bin Holländerin und ich wohne seit 1990 in Berlin, jetzt in Potsdam. Ich arbeite seit 9 Jahren als Sexualbegleiterin für Menschen mit einer sogenannten Behinderung, seit 6 Jahren fast ausschließlich mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Ich habe eine therapeutische und eine Massageausbildung und ich biete auch seit Jahren Workshops und Fortbildungen und Vorträge an für Mitarbeiter, die mit Menschen mit einer Behinderung arbeiten oder Eltern. Und ich bilde auch Leute aus zum Sexualbegleiter. Gut, danke. Ja. Herr Leitner, was erwartet einen Hörer oder Hörerin, die beim Surfen zufällig auf wind.at trifft? Was ist das Besondere an diesem Angebot? Also Sie stoßen eigentlich auf eine Website, die sehr vielfältig ist. Sie beinhaltet nicht nur Nachwuchskünstler in den Bereichen Literatur, Musik und Malerei. Sie finden auch einige Kolumnisten, die mehr oder weniger regelmäßig Beiträge schreiben. Und darüber hinaus gibt es auch noch den Unterbereich Behinderung und Sexualität, wo Sie sich informieren können,
Erfahrungen austauschen. Frage dazu, wie kamen Sie auf diese Idee Sexualität und Behinderung? Eigentlich um Selbsterfahrungen zu sammeln. Also habe mir gedacht, kenne mich da in dem Bereich nicht so gut aus und möchte Leute kennenlernen, die sich schon damit beschäftigt haben, und habe mal ein paar Seiten ins Netz gestellt. Auf der einen Seite den Vorläufer vom Literatur-, Musik-, Malerei-Bereich und eben auch die Seiten Behinderung und Sexualität, und habe das dann später einmal dann zusammengeführt. Bei Ihnen gibt es ja auch eine Partnerbörse, wo Sie Behinderte und sexuell und Behinderte und Nichtbehinderte zusammenführen. Richtig, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Die Leute können mich einfach anschreiben per Mail, wenn sie eben ein Inserat veröffentlichen möchten. Ich prüfe das dann, inwieweit das seriös ist, und stelle das dann online. Also ich verwende da nicht absichtlich kein automatisches System, um eben da eine gewisse Kontrolle und Seriosität bieten zu können. Ja. Frau Milke, hallo. Haben Sie schon Erfahrung mit derartigen Kontaktbörsen gesammelt? Ja, habe ich. Eher am freien Markt, also nicht speziell in Börsen, wo jetzt ausschließlich behinderte Menschen sich einloggen können. Aha, und wie waren die Erfahrungen da? Ja, die waren zahlreich. Ich habe das 11 Monate in einem Stück getestet und habe mich da also mit meinem Profil und auch gleich im Nickname sozusagen als Rollstuhlfrau geoutet und dann mein Anliegen, mein Begehr, was heißt in Kurzfassung, sinnlich erotische Stunden, zu zweit angegeben, und habe dann einmal geschaut, was passiert. Habe dann unzählige Anschriften bekommen, also in den 11 Monaten würde man schätzen, ich habe dann nie wirklich nachgezählt, aber sicher an die 500 Zuschriften. Okay. Habe dann mir einige Männer persönlich davon angeschaut, also ganz genaue Statistik, 26 Dates habe ich geführt, und davon wurden 5 Männer getestet. Und nach welchen Kriterien haben Sie die Männer da getestet? Ja, also für mich war ausschlaggebend zuerst einmal die Erstreaktion auf mein Outing, also auf meine Behinderung, also was da halt schriftlich gekommen ist. Ob das jetzt platt war oder nicht, oder ob man erkennen konnte, dass der Mann ein gewisses Niveau hat, auch und einfühlsam ist, Kreativität mitbringt. In weiterer Folge wurde daran das ein telefonischer Kontakt, und um einmal zu erfüllen, wie klingt der Mann in meinem Ohr sozusagen, was kann er verbal von sich geben, wie spricht man da miteinander, und wenn diese Ebene noch immer gepasst hat, dann kam es eben zu dem persönlichen Treffen, und da habe ich dann die Feststellung gemacht, dass es spätestens da schon sehr oft gekippt ist in eine Richtung, die ich als Rollstuhlfrau in Reaktionen von Männern sehr häufig kennengelernt habe. Das ganz konkret heißt Distanz und erschreckt, erstaunt sein, bis auch hin zu ganz klarer Abwertung und Diskriminierung. Gut, und welche Versuche außer dieser Kontaktbörse haben Sie noch unternommen? Ich habe da einen Artikel, einen interessanten gelesen, da war was von Callboys zu lesen. Ja, ich habe in meinem 38. Lebensjahr dann einmal entschieden, nachdem ich schon einige Jahre in keiner fixen Partnerschaft mehr war, einmal mir einen bezahlten Mann zu gönnen, zu leisten, wie auch immer. Mhm. Beziehungsweise war mein Begehr, nachdem meine körperliche Behinderung also sehr hoch ist und ich also auch nicht in der Lage bin, mir selbst Gutes zu tun. Also ich lebe ja rund um die Uhr mit persönlichen Assistenz, bin ich auf die Suche gegangen, auch dieses Bedürfnis von mir erfüllt zu bekommen. Musste mich dann auf dem freien Markt bedienen, weil es leider bei uns weder in Salzburg noch in Österreich ein Angebot also in dieser Richtung gibt, von wegen
Sexualassistent oder Sexualbegleitung, habe mich dann auch in Deutschland erkundigt, wurde mir auch jetzt nicht im näheren Umkreis viel weitergeholfen. Und somit habe ich mich dann einfach auf dem freien Markt umgesehen und da, ja, nach einer langen Vorauswahl dann den doch für mich scheinbar richtigen Mann für 2 Stunden gefunden. Sehr gut. Hallo, Frau de Vries. Ja. Ich hätte jetzt bei Ihnen eine Frage. Ja. Haben Menschen mit mentaler Behinderung andere sexuelle Bedürfnisse als jene, die eine körperliche Behinderung haben? Oh Gott. Also erstmal bin ich nicht der Meinung, dass man das so aufteilen kann. Menschen mit einer mentalen Behinderung, Menschen mit einer Körperbehinderung. Das sind an erster Stelle Menschen und da ist jeder ein Individuum. Also ein völlig unterschiedlich von den anderen. Also in diesem Sinn gibt es da keine Pauschalantwort. Es ist natürlich schon so, dass was ich in meiner Arbeit dann feststellen kann, Menschen mit einer sogenannten mentalen Behinderung, sage ich immer, lieber leben in eine ganz eigene Wahrnehmungswelt oft. Also wenn die etwas schwerere beeinträchtigt sind und das heißt auch, dass sie in eine ganz unmittelbar sinnliche Wahrnehmung oft leben, die eigentlich auch sehr schön ist für jemand, der Sexualbegleitung anbietet, weil da diese Erfahrung dann auch wirklich gemacht werden kann. Menschen mit einer Körperbehinderung oder auch Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung haben natürlich auch ganz viele Ideen in ihrem Kopf, was da alles mit zusammenhängt. Da kommen so Wörter wie Liebe, Beziehung, Exklusivität ins Spiel und in diesem Sinn ist das teilweise dann dadurch, kann das auch ein bisschen erschwert werden, weil Sexualbegleitung ist eine Erfahrungsmöglichkeit und kein Beziehungsersatz. Dazu eine Frage. Es können sich bestimmt viele Zuhörer nicht den Begriff Sexualbegleitung definieren. Ja. Wie darf sich ein Laie Ihre tägliche Arbeit vorstellen und welche Schwerpunkte setzen Sie? Also ich sag Ihnen jetzt ganz kurz die Definition von Sexualbegleiter, die jetzt entstanden ist, nachdem ich auch in der Schweiz Leute ausgebildet habe. Es sind Frauen und Männer, die aus einer gesunden, bewussten Motivation heraus Menschen mit Behinderung Hilfestellungen zum Erleben ihrer Sexualität anbieten und dies zu ihrem Beruf machen. Sie ermöglichen Menschen mit einer körperlichen und oder geistigen Behinderung ein intimes, sinnliches und erotisches Erlebnis und vermitteln ihnen ein positives Körpergefühl. Sie setzen ihren eigenen Körper ein, um anderen Freude und Lust zu verschaffen. Sie bieten unter anderem Beratung, Massage, Zärtlichkeit, Körperkontakt, Anleitung zur Selbstbefriedigung und Handentspannung an. Also das heißt Massage, gegenseitiges Körperkontakt. Ich selber biete keinen Geschlechtsverkehr und keinen Oralkontakt an. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Also es ist nicht jetzt so, dass Sexualbegleitung immer genau das. Das muss jeder für sich gucken, wo, was er anbieten will und mit wem er auch arbeiten möchte. Dazu hätte ich eine Frage. Gab es Klienten oder Klientinnen, die ihre Arbeit nachhaltig beeinflusst haben? Die meinen, oh Gott, das passiert natürlich dauernd. Also Sie meinen jetzt, dass ich mit Leuten arbeite und das beeinflusst dann meine Arbeit? Natürlich, ja. Ja, das ist das ist gang und gäbe. Das ist ja das Schöne an der Arbeit. Es ist ein total lebendiges Geschehen und mit jeder Begegnung entstehen neue Erkenntnisse. Ich habe auch nie entschieden, ich werde das jetzt machen. Die Arbeit ist entstanden, weil es einfach Anfragen gegeben hat. Und dadurch ist klar geworden, dass es auch einen großen Bedarf gibt an so etwas. Also es kommt nicht aus irgendeinem Ideal heraus oder aus irgendeiner Idee heraus. Gut. Frau Petra Schwarz, was bedeutet eigentlich Sexualbegleitung denn überhaupt in Österreich? Sexualbegleitung in der Form, wie es Nina Fries beschreibt, ist in Österreich nicht angeboten, wird nicht angeboten. Wird wohl diskutiert, da gibt es noch verschiedene Rahmenbedingungen, die als sehr schwierig erlebt werden, auch sehr viele Ängste, Befürchtungen von Mitarbeitern, Personen, die sich interessieren würden dafür, wie schaut es denn juristisch aus? Und es gibt hier juristisch einen Gesetzestext, der formuliert ist in der Form,
dass die Grenze dort zu ziehen ist, wo sie dem eigenen Lustgewinn der Begleiterin dient oder auch der Mitarbeiterin dient. Dann gibt es noch diesen kleinen, feinen Nebensatz, davon wird nicht auszugehen sein, sprich, dass die Begleitung von Menschen mit sogenannten Behinderungen dem eigenen Lustgewinn dient. Da ist so in einem Nebensatz versteckt auch die Wertung, dass eben ein Mensch mit Behinderung nicht begehrenswert wäre. Und das ist für mich schon eine ganz krasse Abwertung. Ja? Mhm. Zum Beispiel diese eine juristische Schiene, die scheint mir generell auch dort, wo es die Arbeit mit Institutionen betrifft, ganz, ganz wichtig zu sein für Menschen, dass hier mal eine juristische Klarheit besteht, weil die Menschen einfach Ängste haben, das, was sie tun, könnte in einen illegalen Bereich fallen. Also da sehe ich noch sehr viel Unsicherheiten. Mit dem, was wir an Sexualbegleitung in Österreich haben, und das ist mir jetzt wichtig, das auch so darzustellen und so zu formulieren, gibt es ja professionelle Sexarbeit, professionelle Sexarbeiterinnen. Das ist eine Dienstleistung, die gemäß dem Normalisierungsprinzip, dass Personen kennen, die in der Begleitung arbeiten, das heißt, damit ist gemeint mit dem Normalisierungsprinzip, Menschen mit Behinderungen sind jene Lebenssituationen zu ermöglichen, die Menschen mit Nichtbehinderung selbstverständlich zur Verfügung stehen. Da an die 80% der männlichen Bevölkerung irgendwann in ihrem Leben Dienstleistungen von Sexarbeiterinnen beansprucht haben und beanspruchen, ließe sich hier die Schlussfolgerung ableiten, dass ja auch hier professionelle Sexarbeit zur Verfügung stehen könnte. Gibt auch wieder einige Schwierigkeiten, dass man einerseits sagt, okay, wer darf, kann, soll denn hier begleiten? Was für spezielle Kompetenzen wären denn gefragt? Gibt es hier überhaupt spezielle Kompetenzen? Auf der anderen Seite taucht natürlich immer wieder die Frage auf, und wie ist denn jetzt die Sexualität eines Menschen mit geistiger Behinderung oder wie ist denn jetzt die Sexualität eines Menschen mit einer körperlichen Behinderung? Ich stelle dann an der Stelle ganz gern die Frage, ich schlage den Menschen dann den Deal vor, dass ich sage, wenn Sie mir zum Beispiel erklären, wie die Sexualität der Männer funktioniert, weil das möchte ich immer schon gern wissen, ich habe nämlich keine Ahnung, ich bin eine Frau. Ja? Wenn man das so verallgemeinern kann, dann könnte man die Schlussfolgerung ableiten, wie behinderte Sexualität funktioniert. Also es lässt sich darüber nicht so eindeutig eine Aussage ziehen. Ja? Es wäre eine Verallgemeinerung. Gut, Sie arbeiten mit Menschen mit Behinderung direkt, aber auch mit Mitarbeitern. Ja. Warum ist die Arbeit mit Mitarbeitern bzw. mit Betreuern auch so wichtig? Da geht es einmal um ein Kommunikationsphänomen. Sexualität ist ja auch ein Kommunikationsverhalten. Zielt ab auf ein Gegenüber in den meisten Fällen und darüber, dass man sich einig wird darüber oder eine Übereinstimmung herstellt, was voneinander gewollt wird. Also Sexualität ist Kommunikation. Somit kann sie gelernt werden, ja, und ist auch zu lernen. Wenn ich jetzt mit einzelnen Personengruppen nur arbeite, weiß die andere Gruppe ja nicht, was die Zielsetzung ist. Ja, es kann dann zu so Phänomenen führen, dass ich zum Beispiel mit einer Gruppe von sogenannten geistig behinderten Frauen arbeite, an der Selbstbestimmung im Rahmen zum Beispiel der Prävention von sexuellem Missbrauch und Übergriffen. Ich arbeite an der Selbstbestimmung, dass klar formuliert wird, trainiere einen ganzen Tag, dass ich sage, wo sind meine Grenzen, also ganz klar, das möchte ich nicht, das will ich so. Das klingt jetzt so einfach, das ist ganz schwierig, auch für Menschen ohne Behinderung. Mhm. Und am nächsten Tag kann es dann sein, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anrufen und sagen, ja, was ist jetzt passiert, seit die Leute beim Seminar waren, sind sie jetzt auf einmal so eigenwillig geworden. Und ich frage dann nochmal rück und sage, ich dachte, das wäre die Zielsetzung gewesen. Wird natürlich innerhalb einer Institution dann als sehr schwierig erlebt und empfunden, was ich auch nachvollziehen kann. Also wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht wissen, aus welcher Zielsetzung heraus, mit welcher Absicht, ja, wir hier Kompetenzen trainieren, wird es schwierig. Stehen die auch in einer Situation, wo sie nicht wissen, wie sie weiterarbeiten können. Das heißt, ich wünsche mir, dass man sich immer mit den Menschen, die es betrifft, oder nach Möglichkeit immer mit den Menschen, die es betrifft, an einen Tisch setzt. Also das wünsche ich mir auch für die Situation in Österreich, dass man nicht Überlegungen anstellt, wie könnte denn eine Gruppe von Personen fühlen, denken generell sein, ja? Mhm. Sondern dass wir uns miteinander zusammensetzen und die Personen direkt befragen, weil da können wir ganz viel davon lernen. Ich finde das nur großartig. Also ich denke mir gerade auch in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin und in Beratungsgesprächen, also gerade vor allem mit betroffenen Frauen auch erlebe ich immer wieder, dass das ein unglaublicher Bedarf ist. Also ich denke, da hoffe ich, dass ich es noch erleben werde,
dass sich da in Österreich auch etwas tut in dieser Richtung, sei es Sexualassistenz, Sexualbegleitung, weil ich einfach glaube, dass das ein brennendes Thema ist und weil es für jeden Menschen einfach ja, die den Selbstwert auch ausmacht und die Bestätigung auch als Frau oder Mann sich zu empfinden, sich ja auszuprobieren, sich zu spüren. Und da hängt dann, denke ich, wenn man davon ausgeht, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, da hängt einfach entscheidend viel davon ab, wie ich dann auch im anderen Alltagsbezug mit den Dingen umgehe. Und da hat einfach die Ebene der Sexualität und der Körperlichkeit eine wesentliche Rolle. Frau de Vries, ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, erfahren Sie von Seiten der Eltern oder Betreuern denn auch Widerstände? Wenn ja, welche Argumente gegen professionelle Sexualbegleitung bekommen Sie am häufigsten zu hören? Ja, also es ist so, dass ich eben diese Fortbildungen und Workshops anbiete für Mitarbeiter und meistens, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann ist da eine gewisse Offenheit schon da. Die würden mich gar nicht einladen, und nur um ihre Einwände zu äußern. Und dann ist es natürlich immer so, dass manche mehr damit anfangen können, andere weniger. Und ich selber habe die Beobachtung, dass viele Menschen, die professionell mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, nicht bereit sind, ihre eigene Sexualität zu reflektieren, ihren eigenen Umgang mit ihrer Sexualität zu reflektieren und dass dadurch auch viele Probleme entstehen, weil sie einfach nicht ehrlich sind und sagen, da habe ich eine Grenze. Und was sie dann zum Beispiel formulieren, kann sowas sein wie, ja, aber das kann der Mensch doch nicht einordnen und dann kann er das vielleicht nicht verstehen, dass es das nicht immer gibt. Also solche Mitarbeiter gibt es dann und die sind einfach dann meiner Meinung nach auch nicht bereit zu sehen. Das ist meine Angst, weil ich kann, was ich an solche Veranstaltungen mache, ist, ich erzähle einfach nur über Erfahrungen. Mhm. Ich habe keine Theorien. Es sind einfach meine Erfahrungen und ich kann dann auch also nie etwas garantieren. Ich kann nur sagen, was ich erfahren habe und was ich beobachtet habe. Und das ist oft, ist das ganz anders als das, was die immer alles denken. Dann ist Gott sei Dank aber natürlich auch viel Offenheit da. Und wenn ich Eltern kennenlerne, die haben oft schon einen großen Schritt machen müssen, überhaupt mit mir Kontakt aufzunehmen und sind dann auch dementsprechend vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass sie endlich den Schritt geschafft haben. Und ich versuche immer, die Leute alle so ein bisschen zu beruhigen oder die Ängste zu nehmen, indem ich einfach so offen wie möglich lege, was da alles passiert und was ich mache. Das ist eigentlich so meine Art, wie ich dann meine, dass das am besten funktioniert, dass die Leute sich ein bisschen entspannen damit. Aber wie gesagt, es muss die Bereitschaft auch da sein, die eigene Umgang mit die eigene Sexualität wahrzunehmen. Das ist im Grunde genommen das A und O. Gut. Eine Frage noch, gibt es in Österreich Beratungsstellen, die auf dem Bereich Partnerschaft und Sexualität spezialisiert sind? Das ist jetzt auch wieder so die Frage nach, was gibt es offiziell, was sind an offiziellen Initiativen da und an, sage ich mal, privat entstandenen? Lässt sich mittlerweile im Zeitalter des Internet ganz gut finden. Es gibt da zum Beispiel Ninhil, was mir bekannt ist, auch vom Herrn Leitner die Plattform, wo wir schon die Schnittstelle haben, da geht es jetzt schon auch in die Eigenaktivität. Es ist auch mal so ein prinzipieller Zugang immer in der Sexualität, wie öffentlich halte ich es, wie privat möchte ich es mir bewahren. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, rein theoretisch ganz offizielle Familienberatungsstellen aufzusuchen. Inwieweit erlebe ich mich jetzt in meiner Identität als Mensch mit Behinderung, als jemand, der ein Spezialangebot braucht? Inwieweit sage ich, ich mute mir und traue auch den anderen zu, dass ich mal hinausgehe und selbst was auf die Beine stelle? Es gibt auch die Möglichkeit, Eigeninitiative zu machen und dafür einen Rahmen zu finden, zum Beispiel eben auch im Institut für Sexualandragogik, so im weitesten Sinne von Gruppen, die sich anschauen, wie gehen wir als Paar miteinander um. Ich von meinem Zugang persönlich halte es für wichtig, hier keinen ganz großen Unterschied zu machen. Zwar schon auf die spezielle Lebenssituation der Menschen einzugehen, aber zu sagen, okay, ich arbeite prinzipiell mit der gleichen Methoden, die auch entfernt sind von einer Therapie im engsten Sinne. Wir sind nun am Ende unserer Sendung. Ganz herzlich möchte ich mich bei meiner Redaktion,
Julia Wolkersdorfer und Christoph Dierenbacher bedanken. Auf Wiederhören sagt Ihnen Martin Joppich.